es war jetzt mein erster kompletter Nazi-Propagandafilm. Und ich bin schon erstaunt, wie gut die tatsächlich sind. Habe ich mir so wirkungsvoll nicht vorgestellt. Und nicht, wenn du in einen Laden reinkommst, dass da einer Jiddisch redet oder Polnisch, sondern Deutsch. Und nicht nur das ganze Dorf wird Deutsch sein, sondern ringsum und rundherum wird alles Deutsch sein. Ich denke, so herausragende Propagandabeispiele, auch wenn sie in so eine negative Richtung gehen, die würde ich eigentlich niemandem vorenthalten wollen. Es ist so, dass natürlich Verbote durchaus interessant machen und natürlich auch Verbote dieser Reiz und dieses Tabubruch natürlich auch mit sich führen. Und da muss ja, wenn es verboten ist, dann muss es ja auch in dem Fall ja auch eine Wahrheit entsprechen. Der Jude hat die Hand auf der Minze, auf dem Salz, auf Bier, auf dem Wein, ja sogar auf dem Getreide, auf unseren Frauen und auf unseren Töchtern. Ich glaube nicht, dass man sich ein Film sieht und sich in vielen Menschen weil es ein Semmel Nazi ist. Du hast sie gemordet, weil ihr Leiden unmenschlich war. Weil der Mensch über dem Tode stehen muss, wenn es darauf ankommt. Darum habe ich sie erlöst. Wer diese Sachen nicht kennt, der weiß wenig über unser Land.